Yo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu einem neuen Video. Ich bin wieder sehr gut gelaunt, ich hoffe natürlich ihr da draußen auch, liebe Freunde. Temptation Island Folge 5, die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Es kommt einiges auf uns zu, die Jungs übertreiben komplett, die Mädels sind aber auch nicht gerade die allerfeinsten Seelen hier auf diesem Planeten. Es wird viel getrauert, viel geweint, wir schauen rein. Shoutouts gehen raus an RTL Plus. Checkt den Link in der Videobeschreibung, wenn ihr euch ein RTL Plus Abo machen wollt. Dort könnt ihr alles schauen, von Trash-TV bis Serien, bis Filme. Alles ist möglich. Und ansonsten würde ich sagen, bleibt mir nicht viel übrig, außer zu sagen, lehnt euch zurück, macht euch gemütlich, holt euch leckere Snacks und was Leckeres zu trinken. Und vergesst auf gar keinen Fall, auf dem Hauptkanal vorbeizuschauen, denn da geht's jetzt auch ordentlich ab. Und ich würde sagen, wir gehen rein in die Kiste, Digga. Rein in das Ding, Alter. 5 Tage keine Bilder gesehen und das ist sehr emotional irgendwie für mich. Alle wissen so, was mit ihren Freunden so ein bisschen ist und ich weiß einfach so gar nichts. So, oh, sie durfte keine Bilder sehen. An was ich da überhaupt gerade dran bin. Guck mal an, meine Brust. Thomas. Ich bin eingepennt, du warst auf einmal weg. Was ist denn passiert? Ich weiß nicht. Oder war dir das jetzt zu viel? Nee, das ist mir eigentlich gar nicht zu viel. Nee. Mich nervt das. Guck mal, hier am Tag 5, ich habe immer noch gar nichts, also nichts gesehen, so weißt du. We keep reaching up for the stars. Things are getting hard when you're getting the hardest. Den ganzen Tag hat man Gedanken, was macht die andere Person? Geht's ihm gut? Was machen die anderen Frauen? Beterzen die die so und oh, das, man hat so viele Gedanken im Kopf. Ich kann das voll. Also ich glaube, wir haben das Gefühl alle. So, das ist, also ich glaube, so geht es uns allen. So diese Ungewissheit, die macht einen so krass fertig. Diese Unsicherheit, das glaube ich für uns. Und weiter geht's. Und hopp und hepper. Zurück von ihrem actionreichen Date wird das Racing-Team bereits sehnlichst in der Villa erwartet. Kurz zur Info, sie waren Kartfahren, war sehr langweilig, schneiden wir nicht rein, weiter geht's. Wir waren ja Kartfahren. Nee, also ich dachte, ihr wart Flugzeug fliegen. Wir haben Rennen gemacht, ich hab natürlich gewonnen, logisch. Ich bin gefahren wie ein Geisteskranker, wirklich. Ja, man ist dann neben mir so erstmal so, weißt du, aber danach hat es auch gefallen. Ich bin fast nur am Durchstrecken, in die Kurven. Ich bin ein bisschen neidisch auf den, weil der ist sehr schnell sehr braun geworden. Ihr seht vielleicht in der Kamera, ich bin ein bisschen eher der blassere Typ, so vom Ding her. Aber wird langsam mal Zeit, dass man irgendwo sich hier einen Urlaub gönnt und ein bisschen, zumindest ein bisschen Farbe hier ins Spiel lässt, Alter. Nee, aber cool. Ja, krank, echt. Geil, Alter. Hey. Ich glaube, dieser Abend wird eh noch richtig wild werden heute. Ich habe so ein Gefühl, es wird wild werden, Herr. Wild wird es heute auch bei den Frauen, wetten? Ey, was geht denn da? Neuankömmling Philipp ist gut aufgenommen worden und alle haben Bock auf Party. Janine, habe ich dir heute schon gesagt, dass du heute wirklich extrem sexy aussiehst? Dankeschön. Ich meine, das war auch wirklich ernst, weißt du? Weil ihr habt... Ich verstehe Typen nicht, also ich möchte überhaupt nicht fronten, ne? Ich verstehe Typen nicht, die zu einem Mädel hingehen, so auf Kennenlernbasis oder halt, ne? Also ist jetzt auch scheißegal, in welcher Position man zu der Person steht. Und man nimmt die Person hier so in den Arm. Es gibt nichts Unangenehmeres als das, selbst wenn das ein Kumpel so bei mir macht. Dieses hier rein, den Hals, den Nacken, dass man automatisch sehr nah an der Person dran sein muss. Vielleicht will man gerade gar nicht mit der Person reden, vielleicht will man gerade gar nicht so nah da dran sein. Und dieses Gefühl, dass ein Arm einen hier am Nacken hat, ich finde es extrem ungemütlich. Und auch wenn ich Typen sehe, die so, sagen wir mal, mit einem Mädchen reden oder sich versuchen, ein Mädchen zu klären, ich finde es immer super, super komisch. Keine Ahnung warum. Aber das ist so dieses, ihr könnt euch ja selber ausrechnen, wenn ihr so macht, macht mal alle einmal kurz so, dann seht ihr ja, wo der Kopf der anderen Person dann am Ende des Tages sein muss. Und das ist wirklich dann so diese 10 cm Abstand. Keine Ahnung, es ist so, ey, ist nicht meins, ey, bin ich raus, fühle ich nicht. Ihr habt vorhin mal so gesagt, dass wenn wir sagen, euch Komplimente machen, dass wir es vielleicht nicht so ernst meinen. Ja, das ist es ja nämlich. Ja. Aber ich meine, und ich werde ja überhäufen Komplimente. Aber ich meine es wirklich ernst. Halt. Nein, aber ich kenne es nicht, deswegen ist es voll komisch für mich. Ich weiß nicht, wie ich reagieren soll. Ich meine es ernst. Keine Komplimente. Hallo, warum nicht? Sie musste für sich selber wissen, dass Curvy mittlerweile auch sexy ist. Das ist einfach das Thema. Mittlerweile. Von der Freundin. Ich freue mich so, dass ich das von euch bekomme. Und ich dachte mir so, was für ein Sie sieht so gut aus. Wie kann man sowas nicht wertschätzen? Ich hasse ihn einfach.
Also die Charlene, die hat jetzt nicht so das krasse Selbstwertgefühl. Was kann man schon Schlimmeres machen, als was ihr Freund ihr da angetan hat? Hä, wie hat die das so lange mit dem ausgehalten? Es ist gut, dass die hier sind. Ja, mega. Mega. Vielleicht hätte ich wieder noch einen Wert mehr. Hoffe ich. Ich glaube, Charlene kommt gerade richtig aus sich raus. Die hat richtig Spaß hier, die macht auch richtig mit, ist plötzlich nicht mehr so ruhig, sie tanzt auch plötzlich so mit uns und ich glaube, die genießt das auch gerade richtig. Und es soll ja, dann holla die Waldfee, Alter, let's go. Mal gucken, was bei den Boys geht, Alter. Schön die Kurven, Melissa. Alter, Kurve, das sind Berge, Alter, das sind Berge. Oh, Louis, hey. Der Salamander. Heute alles entspannt, ne? Du bist noch jung, würde ich sagen. Er hat mich die ganze Zeit hier so am Bauch angefasst. Ja, ich muss sagen, die machen sehr viel, die Jungs, hinter der Kamera, weil man weiß ganz genau, da sieht man nichts, man hört nichts. Schon, also das haben wir drauf, ne? Also, da bleibt die Spucke weg. Nee, ich sag nichts mehr dazu. Nein, aber wirklich Ärsche wackeln könnte. Ja. Er ist auch todesdicht, ne? Cut. Also ich muss dir auch fair sagen, ne? Ja, bitte. Ich bin anständig. Digga, Nico übertreibt so. Bei dem sitzt alles auf dem Schoß, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Nico, ich weiß nicht, Nico. Ich weiß es nicht. Ob das hier alles so Sinn macht, du. Aber ja. wenn ich meine böse Seite zeige, dann wirst du schreien und heulen und weglaufen. Das tust du mir jetzt schon, Nico. Ich bin mehr fremdgegangen, als ich eine Freundin hatte. Ich vergesse die Lebensqualität. Hau raus! Melissa packt derweil pikante Insider-Infos von ihrem Date mit Adrian aus. Jetzt bin ich gespannt. Weil nicht, dass alle anderen Mädels das wissen, sonst. Ja, ich hab wirklich niemanden angekriegt, außer dir. Was kommt? Also, was denn? Adrian? Ja. Er war so heiß und so geil wegen der Autofahrt, dass er einfach, als wir ankamen, musste er sich auf die Toilette runterholen, damit er klarkommt und sich konzentrieren kann. Er meinte, er hält es nicht mehr aus, weil er so krank ist die ganze Zeit. Bei dir ja genau falsch. Ja, was glaube ich. Er sagt ja auch, so, ich bin eine Traumfrau, so, ne? Also er würde sofort. Oh Mann. Du bist so toll. Melissa, du bist so toll. Du bist so eine Traumfrau. Wegen dir musste der Adrian sich einen Keulen gehen, ey. Oh, die Mädels gehen heute auch. Junge, wie viel wollen die noch rumlecken? Ich bin richtig anti Frauen rumlecken. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich bin anti. Ich bin richtig anti. Ich habe es gerade gemerkt. Ich fühle das nicht. Ich stell mir vor, eine von denen ist meine Freundin. Das bockt doch nicht. Alle Typen sind yeah, gay. Das ist genauso diese Fremd. Schreibt mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Weil ich weiß, jedes Mädel hat schon mal mit einer besten Freundin sich geküsst und so weiter und so fort. Ich weiß. Alles schön und gut. Aber guck mal, wie die hier gerade das Ding hier durchziehen und genießen. Wie? Charlene und Michael ziehen sich für ein Gespräch unter vier Augen zurück. Besser ist, lernt euch mal kennen. Ja, warum bist du jetzt so zu mir? Was hab ich dir getan? Du hast mir gar nichts getan. Nee. Ich merke auf jeden Fall was. Ja, ist doch super. Und ich glaube, deswegen hättest du Abstand zu mir. Aber dann jedes Mal, wenn so Situationen kommen wie jetzt, wenn ich ein bisschen länger in die Augen gucke, danach merke ich das bei dir. Was ist denn da? Ja, wie? Ja. Ja, was denn merkst du denn da? Da bist du ein bisschen distanziert und so. Okay. Ich würde gar nicht mit so einem Typ diskutieren, der so, sagen wir mal, Verführer ist, der mit mir reden will. Ich würde halt so sagen, hey Digga, chill. Ich habe nichts mit dir zu tun, du kannst mit mir reden, du kannst alles probieren, was du willst, aber ich muss nicht mit dir jetzt irgendwelche Talks führen, weil du denkst, ich ignoriere dich oder so. Digga, laber mich nicht dicht. Wer bist du? Wer bist du, Lack? Wer bist du? Diese Nähe braucht, aber bei mir macht er es. Ich sag dir ganz ehrlich. Was sagst du ehrlich? Irgendwann. Er würde irgendwann? Das kommt nicht mal von mir. Das kommt nicht mal von mir? Ja, klar. Er küsst mich von alleine irgendwann. Offen. Safe. Ja.
bin mir ziemlich sicher, dass der Abend heute noch mal um einiges feuchtfröhlicher wird als der gestern. Und dass wir ordentlich feiern werden. Yeah, mach mal weiter. Yeah. Digga. Louis, das ist Temptation. Temptation. Ja, und die Männer sind ja vergeben. Aber die, oh mein Gott, die machen einfach alles mit. Wow. Ich glaube, Anastasia wäre so eine, die würde mich direkt heiraten wollen. Nein. Oder? Ich glaube schon. Die Anastasia, an der bleibe ich auch dran. Weil sie ist halt auch für mich die Gründe. Ich frage mich halt voll oft, ob die checken, also ob die zwei jetzt, die da sitzen, ne, ob die checken, wie dumm die sich gerade verhalten. Also wie hohl die gerade gegenüber ihren Freundinnen auch, ihren Beziehungen gegenüber, wie krass daneben die sich verhalten. Also wenn ich jetzt mit denen reden würde, so wurde schon ausgestrahlt, würden die so sagen, ja, war scheiße. Oder würde ich so sagen, ach, alles cool, alles clean. Ich bin mal gespannt, was am Ende geredet wird, wenn da die Lagerfeuer, die letzten Lagerfeuer sind. Ist eine Versuchung. Genau, wie bei mir und Melissa. Melissa ist Temptation einfach. Melissa also ist wirklich, gefährlich. Sie ist gefährlich. Melissa ist aber gefährlich. Wir wissen auch ganz genau, wie weit wir gehen müssen und können. Er mag uns in Adrian. Wo ist ihre Hand? Warte mal, ich bin doch nicht doof, Digga. Ihre Hand ist doch einfach drauf. Ihre Hand ist doch drauf. Guck also, nochmal auf die Hand. Guck nochmal auf die Hand. Er mag uns. Guck, wo die Hand ist. Guck, wo die Hand ist. Solche Idioten. Alle zusammen. Jetzt gehen sie alle zusammen ins Bett. Oh, toll. Mal gucken, was passiert. Also, die Party war bis jetzt geisteskrank. Also wirklich geisteskrank. Wir sind auf der Überholspur. Also, ich muss sagen, mein Fuß ist durchgehend auf dem Gaspedal. Alexa, Licht aus! 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 Jetzt denken die halt, Kameras sehen nichts mehr, ne? Oh, Digga, so ein Idiot. Alter! So ein Idiot, Alter. Ich sag mal so, Adrian und ich haben wir ein bisschen, also Spaß gehabt, wir haben ein bisschen gelacht, ein bisschen gekuschelt und ja, dann wurde die Runde auch ganz schnell wieder auseinandergerissen und dann ging's für mich eigentlich auch ins Bett. Gute Nacht. Bis jetzt, so wie es aussieht, endet der Abend definitiv in die Kusszimmer. Warum nicht? Also heute mal Schlafquartier wechseln, ne? Ich werde auf jeden Fall nicht meinen Schlafstil ändern. Nein, das war's. Nein, also ich schlafe immer so, deswegen. Der Typ ist so ein Idiot. Der kackt so rein, Digga. Er kackt so rein. Und er realisiert's nicht. Er redet sich halt alles schön die ganze Zeit. Er redet sich alles schön mit diesen Sätzen so. Ja, ich werde mich halt nicht verändern und ich weiß, wo meine Grenzen sind. Wie oft hat er das schon gesagt, dass er weiß, wo seine Grenzen sind? Wie oft hat er das schon gesagt? Ja, harte. Ja, schlaft gut. Das, was ich euch zeigen werde, habt ihr so mit Sicherheit noch nicht erlebt. Lagerfeuer? Es gibt wieder ein Lagerfeuer. Wir sehen uns heute Abend beim zweiten Lagerfeuer von Temptation Island. Ihr wisst, was das heißt, liebe Freunde. Sobald dieser Satz ausgesprochen wird, wir können hier einen Cut machen. Jetzt sind wir beim Lagerfeuer. Fertig. Nicht viel diese dazwischen, wie die sich umziehen und so. Bla, bla, bla. Digga, bockt nicht. Dann fahren die da hin und dann gibt's noch Trailer. Und was erhoffst du dir vom Lagerfeuer? Digga, halt's Maul, ich erhoff mir, was ich will. Ah, das ist die Party direkt nach dem letzten Lagerfeuer, ne? Da sind einige Sachen dabei gewesen, wo ich so war, Digga, können wir nicht reinschneiden. Waren ein paar Sachen drüber, sag ich euch, wie es ist. Die Frauen tun mir so leid. Ich würde jetzt, also, sorry, aber ich würde jetzt abbrechen. Jetzt würde ich abbrechen, spätestens jetzt. Egal von wem die Frau. So, was denn euer, wenn ihr euren Mann liebt so und es noch irgendwas retten wollt, dann brecht's jetzt ab. Aber...
waren das unsere beiden im Bett? Welcher Typ lag denn da gerade auf dem Bett? Das war auf jeden Fall Louis. Wer war das denn? Louis. Das war auf jeden Fall Nikos Tattoo im Bett, wo dieser Arsch da so am Schenken war. Von unserer beiden Typen. Hey, ich dachte, das wäre Adrian gewesen. Das war doch Adrian in seinem Bett. Ich würde es gerne noch mal sehen. Ich würde jetzt gerne wissen, welche Typen. Ich würde auch gerne wissen, wer das war. Ich würde es auch mal gerne wissen. Ich kenne genauso viel wie ihr. Ich kann euch leider nicht mehr sagen. Aber wenn das Louis war, dann... Ich weiß, vielleicht war es gar nicht Louis, vielleicht war es einer von uns. Ich habe aber seine Arme gesehen. Bist du dir sicher? Seine Tattoos, ja. Ich glaube schon. 99%. Ich glaube schon. 99%. Hättet ihr damit gerechnet, dass die er war's halt in den nicht. Ersten Tagen schon solche Aktionen bringen? Nein, im Leben nicht. Also, ich glaube, wir fühlen uns eigentlich zu Hause von unseren Männern eigentlich alle relativ geschätzt. Und jetzt fragt man sich halt, ob das alles so gelungen war, weil was sind das für Bilder? Das ist auf jeden Fall nicht der Mann, den ich eigentlich liebe, wenn er das jetzt war. Lorraine. Bei Temptation Island ist es Schoko Zitrone. Oft ein gutes Zeichen, wenn man erstmal keine Bilder von seinem Partner sieht. Aber leider nicht immer. Wir schauen es uns an. Jetzt sieht sie endlich Bilder von ihrem Boy. Jetzt geht's los, Alter. Jetzt geht's los. Jetzt. Aber jetzt gibt's auch Material von ihm, ne? Er war eigentlich echt lieb, aber er hat paar Mal reingeschissen, leider. Und das sehen Sie nächstes Mal. Ach so, das wird gar nicht mehr in dieser Folge gezeigt. Ach so, das finde ich uncool. Aber trotzdem, wir wissen jetzt, dass die nächste Folge, also Folge 6, wird direkt mit Lagerfeuer anfangen. Und das finde ich schon mal wieder hier. Da freue ich mich schon drauf, liebe Freunde. Abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr gar nichts mehr verpassen wollt. Lasst einen Daumen nach oben da und checkt ab, was auf dem Hauptkanal gerade alles online geht, liebe Freunde, denn da geht's drunter und drüber. Link dazu in der Videobeschreibung. Und jetzt dürfen wir die Endcard mit meinem Song hören. Let's go! Ich hab keinen Kopf für uns beide, zu viele Gefühle. Darum bin ich lieber allein. Sie redet von Liebe. Dafür ist es viel zu spät. Viele Probleme. Du weißt, wie die Story